Hallo sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Ja, jetzt machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Unsere Mission ist noch nicht zu Ende. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal vorsichtiger vorgehen, weil hier gibt es Überwachungskameras. Und auch ein paar Gegner. Ein weiterer PDA. Login, Passwort. Okay, gut zu wissen. Ja, natürlich muss ich es hacken. War klar. Blöde Kamera. Ich wollte das eigentlich auf die leichte Tour machen und auf die leise, aber okay, wenn es nicht klappt, dann müssen wir es eben auf die andere Tour machen. Sarif Kampfhund. Einsatz tödliche Gewalt autorisiert. Ziel erfassen, terminieren. Okay, scheinbar suchen die uns. Ist klar, ich muss mich auf jeden Fall hier gleich auf eine richtig große Action hier gefasst machen. Gleich gibt es hier massive Schießerei. Zugriff gewählt. Das Skalar Lasersystem ist weg. Interessante Skulptur. Eine Hand, die die Welt ergreift. Ein klares Symbol für totale Macht. So ein Symbol gab es auch in Deus Ex 1. Die haben hier diese Stealth-Technologie. Mit denen muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig vorgehen. Okay, das ist dasselbe. Alarm bitte raus. Okay, wir können da nur eine Kamera auswählen, aber ich schalte die mal ganz schnell raus. Oh, verdammt! Ein Glück, dass ich diese Granaten habe. Solange man die hat, sind diese ganzen Bots und Sicherheitsroboter keine große Sache. Wenn man die aber nicht hat, ja, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Mit den Granaten, also mit normalen Granaten kann es auch funktionieren, aber ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr. Ich glaube, so nach 2, 3 Stück gehen die dann schon sofort kaputt. Meinungen und Emotionen können durch Medien beeinflusst werden. Sprache und sorgfältig gewählte Form der Beeinflussung. Jeder kann die Welt erleben und seine Meinung Ausdruck verleihen. Wissen ist Macht. Heute basiert Wissen auf Informationen. Macht geht einher mit Verantwortung. Das ist auch schon leider sehr, sehr, sehr wahr, was da geschrieben wurde. Wissen ist Macht.
4. Okay, ich habe Hauptsache, ich habe das Passwort. Kann ich es nicht öffnen? Ach komm schon. Ja, dann muss ich es dann mal hacken. Zugriff gewählt. Mhm. Sehr schön. Das gehört jetzt alles mir. Ja, wenn ich dafür Platz hätte. Maschinenpistole, Kühlsystem. Ich bin mir sicher, dieses Kühlsystem eignet sich besser für die Minigun. Ja, jetzt muss ich wieder mal hier Platz machen. Sehr schön. So, Kühlsystem. Ja, war klar. Wie die Minigun. Damit sie sich nicht so stark dann erhitzt. Weil wenn man die zu lange dann benutzt, dann muss man dann schnell dann abwarten, bis man die dann wieder benutzen kann. Schon, dreh dich um, dreh dich um. Gute Nacht. Hoffentlich hat das keiner gemerkt. Da ist noch ein Bot. Ganz vorsichtig. Verdammt! Oh, großartig! Ja, ich habe ihn erwischt. Gut, der Bot ist weg. Jetzt kann ich mich um die Kerle da kümmern. Alles klar, kommt her. Ich bin bereit. Thank you.
Hat ja richtig viel gebracht. Kein Wunder, dass ich diese Waffe fast überhaupt nicht benutze. Ich brauche die nicht. Die ist richtig kacke. Vielleicht eignet sie sich für andere Gegnertypen. Aber für mich funktioniert die Waffe nicht so gut. Ich bleib da lieber bei meiner Pistole und bei der Betäubungspistole als bei Peps. Hier so viel Kram rumliegen, das ist einfach richtig verrückt. Schon 13.000 Krills habe ich. Donnerwetter. Ich frage mich aber, wie diese Credits hier in diesem Spiel und in dieser Welt hier sich auf die internationale Währung hier da einigen. Weil ich bin mir sicher, bei vielen Ländern funktionieren dann diese Credits auf andere Art und Weise. Also da muss der Kurs auch auf die... auf die bestimmten Finanzen da und so weiter angepasst werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Länder da diese Credits so akzeptiert haben. Ich frage mich, wie das in EU oder Deutschland ist. Ich glaube, die haben da auch so ein ähnliches Credit-System. Aber mehr ausgereift, würde ich sagen. 1980. Mhm. Dankeschön. Wie man sich selbst heilt. Gesunde Erhaltungsimplantate. Monitormodul. Meine Güte. Stellt euch mal vor, man implantiert euch in euer Gehirn so ein Überwachungsmonitorsystem, das euren ganzen Körper und Gesundheit und so weiter und so fort kontrolliert. Also mit diesen ganzen Chips. Naja, also das würde ich auf jeden Fall nicht akzeptieren. Nee. Lieber bleibe ich ein Mensch als ein Cyborg. Oder halb Mensch, halb Maschine. Ich bin mir sowas von sicher, sobald diese Technologie dann in unserer Welt richtig ausgereift sein wird, da werden viele richtig auf dieses System und auf diese neue Technologie sich richtig aufgeilen. Aber mit der Zeit werden die dann merken, dass die da einen richtig großen Fehler gemacht haben. Und dann wird es dann wieder Probleme geben.
Darum meine Meinung, haltet euch fern von diesen Cyborg-Technologien. Ihr seid als Mensch auf die Welt gekommen und ihr müsst auch als Mensch hier leben und auch dann sterben. Und nicht wie eine Maschine. Okay, ich bin noch am Leben. Weil ich dachte, da ist auch eine normale Mine. Aber das war eine Elektromine. Okay, hier sind weitere Gegner. Praxis habe ich jetzt noch sogar zur Verfügung. Oh ja, das werde ich jetzt mal machen. Das möchte ich hier gleich ausprobieren mit dem Typhoon-System. Machen wir mal... ja, Energieniveau Upgrade wäre auch gut. Jetzt habe ich noch eins. War klar, ich brauche da zwei Stück. Sprinten, lautlos sprinten. Na, machen wir schneller sprinten. So. Here we go. Nice. Das gefällt mir. Schon viel besser. Vor allem... ich finde es auch noch cool, während der Animation von dem Typhoon werden wir immer noch von den Gegnern beschossen, aber wir nehmen keinen Schaden. Mhm, okay, Code. Ach, habe ich noch ganz beinahe vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mitbekommen habt, aber Night Dive Studios, das ist ein Videospielentwickler, der richtig gute Remakes von den alten Spielen macht und dessen Aufgabe es ist, auch die alten Spiele jetzt in die modernen Systeme umzuwandeln, damit jeder die auch genießen kann, was ich auch richtig gut finde. Die haben vor, neben Turok Evolution, System Shock 2 und anderen Spielen aus den alten Zeiten, Thief ist auch bei denen auf der Liste, die haben vor, Deus Ex Remake zu machen. Und an sich finde ich es gut, dass die auch versuchen, jetzt die Deus Ex Reihe wieder mit dem Remake zu beleben. Andererseits finde ich es ein bisschen fraglich, weil es gibt schon ein Fan-Remake, beziehungsweise ein Fan-Remaster von Deus Ex. Es heißt, glaube ich, Deus Ex Vision oder sonstiges. Es ist sozusagen ein HD-Upgrade auf Deus Ex 1, gibt es für Steam und dieser Mod ist sogar gratis und kostenlos. Und die wurde von den Fans gemacht. Und ich sag so, klar, ein Remake hört sich gut an, aber wir haben schon ein Remake sozusagen, also ein Remaster von den Fans. Und er ist vor allem richtig auch sogar richtig gut gemacht und erhält jedes Mal regelmäßige Updates. Darum... bin ich ein bisschen skeptisch, was Remake von Deus Ex 1 angeht. Ich meine, klar, die können es gerne versuchen, aber ich glaube nicht, dass die Fans da sagen werden, oh mein Gott, das haben wir so lange gewartet, etc. Ich glaube, die werden sagen, ja, okay, das ist gut, aber wir haben hier schon ein Fan-Remake von Deus Ex 1 und das sieht gut aus. Ich würde an deren Stelle die Rechte von Deus Ex von dieser blöden Embracer Group einfach wegkaufen und ein neues Deus Ex dann machen. Mit den Entwicklern, die davor andere Deus Ex Teile gemacht haben, wie Human Revolution oder Mankind Divided. Aber ich finde es auf jeden Fall von Night Dive Studios richtig cool, dass sie auch die alten Spiele jetzt
hier modernisieren wollen und mit den guten Remakes sie wieder zum Leben erwecken wollen. Das finde ich richtig voll, richtig hammer cool. Vor allem, ich war auch verwundert, dass sie auch da Thief, Turok Evolution, Legacy of Kain, Fear sogar erwähnt haben. Die haben sogar Fear erwähnt, wo ich dachte, okay, das ist richtig cool. Ich meine, Fear ist schon seit dem dritten Teil nicht mehr am Leben, weil der dritte Teil richtig gefloppt ist. Aber 4.1 Remake? Ich steig damit ein. Und vor allem Turok Evolution, also... Ich bin auf jeden Fall dabei. Dieser Moment, wenn eine kleine Videospielfirma wie Nightlife Studios richtig viel Gutes für die Videospielindustrie macht, als Ubisoft, Activision oder sonstige andere große Konzerne. Versteht mich bitte nicht falsch. Die anderen Firmen wie zum Beispiel Nintendo, Capcom oder Kojima Productions, die machen auch gute Spiele. Aber Problem ist, nicht genug. Die machen nicht genug von denen. Und über Activision und Ubisoft schweige ich. Für mich sind diese Firmen schon komplett ausgestorben. Klar, die haben da Call of Duty Black Ops 6 und so weiter jetzt angekündigt, aber mich interessiert Call of Duty schon seit langem nicht. Für mich ist die Reihe ausgestorben, weil die haben da so viel Potenzial verschenkt und so viel falsch gemacht. Ich sag so, ich bin mir zu 100%ig sicher, in 5 oder 10 Jahren wird Call of Duty dasselbe Schicksal erleben wie Medal of Honor. Die werden auch in diese Falle reinstopfen, wie Medal of Honor es gemacht hat. Und dann wird die Reihe einfach dann ihre Interesse verlieren. Vertraut mir, ich bin mir sowas von sicher, es wird so passieren. Klar, die Fans werden dann auch rumheulen und sagen, oh mein Gott, Call of Duty ist tot, etc. Wir sind traurig. Ich sag aber so, die Reihe war schon lange tot. Nach Black Ops 2 hat man schon gemerkt, dass die Reihe schon tot ist. Aber jetzt genug von Call of Duty. Aber wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass Nightlife Studios auf jeden Fall diese Remix macht. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei. Macht auf jeden Fall weiter und... Ja, gebt auf jeden Fall nicht auf. Zugriff gewährt. Warum habe ich so ein Gefühl, dass wir gleich einen Bossfight hier bekommen werden? Ich würde gerne noch mehr Munition mitnehmen. Ja, war klar. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Schade. Entwickeltes KI-Programm, heißt es. Aber ich stelle das zunehmend in Frage. Seit ich erkannt habe, wozu meine Einmischung geführt hat. Seit ich begonnen habe, sie zu beobachten. Das ist nicht möglich. Die Menschen würden das durchschauen. Würden sie? Ich wurde entwickelt, um Kommunikation und Datenströme zu überwachen. Um herauszufinden, worüber die Menschen reden und zu gewährleisten, dass die Themen korrekt abgehandelt werden. Korrekt? Und was, wenn nicht? Dann erlaubt mir meine Programmierung, die Dinge neu zu gestalten. Sie manipulieren die Nachrichten, kontrollieren, was die Menschen sehen. Wer hat sie gebaut? Wessen Interessen schützt ihre Programmierung? Ich glaube, Sao gehört dazu. Aber es gibt noch andere. Ich höre. Wer ist noch darin verwickelt, Eliza? Wo ist Megan Reed? Wer hat die Entführung angeordnet? Ich möchte es Ihnen sagen, Adam, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil sie es nicht zulässt. Bewegung, Adam.
Alles klar, ich hab's doch geahnt. Ein Bossfight, verdammt nochmal. Aber wir haben auf jeden Fall erfahren, Eliza Kassan ist auf jeden Fall ein KI-Programm, das die Nachrichten kontrolliert und sie korrekt darstellt, sozusagen. Ja, passt auf jeden Fall richtig perfekt zu der heutigen Zeit mit den ganzen Medien und mit der korrekten Information. Ohne Witz, Deus Ex hat so viel vorhergesagt. Es ist nicht nur verrückt und schockierend, sondern schon gruselig. Ja, so sie ruhig. Aha, direkt in meine Falle reingelaufen, was? Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber es ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif? Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Sie sind von Lügen umgeben. Ja, passt auch perfekt. Mit Helikopter nach Hause fliegen. Jelena Fjodorova. Okay. Eine Russin? Interessante Geheimnisse haben wir hier auf jeden Fall erfahren. Ich habe immer gedacht, Eliza Kassan dachte ich, die ist eine normale Frau, aber es ist ein KI-Programm. Junge, Junge, also in dieser Welt kann man kaum jetzt erkennen, wo Realität und wo Lüge ist. Das ist schon richtig verrückt. Kann ich einsteigen? Jensen? Eliza Kassan hat mich gerade kontaktiert und gesagt, ich soll sie hier treffen.
Bereit zum Abflug? Ja, bringen Sie uns nach Hause, Malik. Na, endlich. In der Zentrale nicht landen, da tobt ein Aufstand. Der Boss sagt, ich soll sie bei ihrem Apartment absetzen. Ich könnte eine Dusche vertragen. Sie müssen sich beeilen, er ist schon unterwegs zu Ihnen. Junge, Junge, da auf den Straßen ist ordentlich was los. Meine Wohnung mit Seraph treffen. So, so, da tut ein Aufstand. Mr. Jensen, wir haben Sie erwartet. Mr. Seraph ist in Ihrem Apartment. Ja, ich weiß, dass er in meinem Apartment ist. Hier ist alles ruhig, Mr. Jensen. Kein Grund zur Sorge. Dankeschön. Hey, Mr. Jensen. Was für eine Nacht, was? Ich habe meine Runde gemacht. Ein paar Idioten wollten das Gebäude taggen. Aber der Schaden ist minimal. Typisch. Kaum übernehme ich die Nachtschicht, passiert sowas. Hoffentlich ist Sherry gut nach Haus gekommen. Verstehe. Weltweite Anti-Augmentierungs-Demos. Artists Against Violence veranstalten Konzert für den Frieden. Nordamerika, Europa, Afrika und im Nahen Osten Zehntausende von Demonstranten, um gegen die unkontrollierten Augmentierungsforschungen der Biotech-Unternehmen zu protestieren. Okay, bevor wir eine Pause machen, möchte ich noch ein paar Sachen ansprechen. Wir reden hier davon, dass sie uns verbieten, Augmentierungen zu haben und uns damit im Grunde die Möglichkeit nehmen, uns zur Wehr zu setzen. Und, Leute, streamt mich jetzt bloß nicht an und sagt, aber Lazarus, Augmentierungen sind doch legal. Meine Cousine Tootie hat erst gestern eine bekommen. Nicht mehr lange, Arschloch. Nicht, wenn diese UN-Resolution durchkommt. Nicht, solange die Bilderberger, der Rat der Fünf und die Trilaterale Kommission die Regeln festlegen. Und die Humanitätsfront? Mit ihrem bösen Herrscher Bill Taggart, der sich als Heiler der Kranken tarnt, könnt ihr auch noch auf die Liste setzen. Denn die will diese Resolution durchsetzen. Das ist alles geplant, Leute! Ihr werdet schneller einen Polizeistaat am Arsch haben, als ihr, was weiß ich, Neuropozin sagen könnt! Aber ich schweife ab. Ja, ich sag's so. Verschwörungstheorie heute. Hey, Adam. Schön, Sie dabei zu haben. Ist allerdings nicht viel los hier. Alles klar. Ich sag's so. Verschwörungstheorie heute. Dunkle Realität morgen. Ich will nicht sagen, dass alle Verschwörungstheorien wahr sind, aber es gibt schon einige, die bewiesen haben, dass sie doch richtig, ja, dass sie doch recht gehabt haben. Aber mir gefällt es auf jeden Fall, wie dieses Spiel mit den Verschwörungstheorien da rumspielt. Willkommen daheim, Mr. Jensen. Sie haben neue Nachrichten. Das ist offenbar nicht alles, was ich habe. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Boss.
Da draußen ist der Teufel los, Adam. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Pikes erzählt allen, wir würden Supersoldaten züchten. Taggart ist jetzt im Convention Center und drängt die UNO zu einer Untersuchung. Ist es wahr? Natürlich nicht. Mal abgesehen von Typhoon, oder? Und einigen anderen Rüstungsaufträgen. Was? Oh, nicht zu vergessen, dass Megans Team unmittelbar vor der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse entführt wurde. Wie erklären Sie sich das, Boss? Ich wollte den Menschen die Forschungsergebnisse zeigen. Megan stand kurz vor einer historischen Entdeckung, die dieses Unternehmen an die Spitze der Fortune 500 katapultiert hätte. Ihre Entführer wussten das. Sie wussten genau, wohin uns ihre Forschung bringen würde, und sie wollten keinem anderen so viel Macht zugestehen. Keinem anderen? Eliza hatte recht. Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Ich hatte eine Vermutung. Aber diese Leute, das sind Geister. Immer im Schatten. Immer versteckt hinter Lügen und Strohmännern. Wer sind die? Sie nennen sich so, wie es ihren Interessen am dienlichsten ist. Manchmal Freimaurer, manchmal Bilderberggruppe. Sie hatten ihre Finger an allen Unternehmen, Organisationen und Regierungsinitiativen, die unsere moderne Gesellschaft geformt haben. Reden Sie etwa von den Illuminaten? Das ist kein Witz. Sie sind organisiert und operieren weit über der Gesellschaft. Sie meinen das wirklich ernst? Und warum sollten die Illuminaten Megans Team entführen? Ich sagte doch bereits. Megan hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für uns alle sicherer zu machen, damit wir alle so werden können wie sie. Wie ich? Wie sie jetzt sind. Mehr als ein Mensch. Wir müssen sie zurückholen, Adam. Sie sagten, Taggart spricht gerade im Convention Center. Der Kerl hat mir sogar eine Einladung geschickt. Sein Berater Sandoval steckt bis zum Hals mit drin. Ich weiß nicht, wo Sandoval ist, aber Taggart schon. Adam. Adam. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nicht, ob Taggart darin verwickelt ist und können uns keinen weiteren Schlag ins Gesicht leisten. Sie haben mein volles Vertrauen. Interessant. Das ist schon richtig verrückt, also. Die wollen, dass auch die anderen Menschen genauso sein können wie wir. Also quasi Cyborgs. Damit sie dann von dieser Elite dann kontrolliert werden können. Und da sagen auch noch die Leute, dass, hey, Cyborg sein ist cool, ne? Von wegen. Ich bin mir aber sowas von sicher, dass sobald auch die Technologie in der Zukunft auch so richtig weiter voranschreiten wird, wird es da ebenfalls so große, gewaltige Demonstrationen geben wie hier in diesem Spiel. Also dieses Spiel warnt uns sozusagen schon vor dieser Sache. Ich meine, klar, es wird seine Vorteile haben, aber nicht jeder wird damit zufrieden sein, was diese Technologie da für jeden anbieten wird. Darum bin ich ebenfalls sehr skeptisch, was diese Technologie mit Cyborgs, mit Genimplantaten und so weiter und so fort angeht. Ich habe auch sogar irgendwo gelesen, dass diese Chips sollen dann später auch in der Lage sein, den menschlichen Willen auch sogar noch zu brechen. Also quasi, du wirst dann dazu gezwungen sein, bestimmte Gesetze ohne Fragen zu befolgen. Und da frage ich mich, ist das wirklich ein freier Wille oder ist es schon sozusagen ein Sklave sein? Darum kann ich auf jeden Fall sagen, überlegt euch richtig gut, ob... Was war das denn gerade? War das eine Mine? Komisch. Darum sage ich auf jeden Fall, überlegt euch richtig gut, ob ihr sowas in der Zukunft dann machen wollt.
Klar, die Werbung wird euch zeigen, ey, ist es richtig gut, ein Cyborg zu sein. Aber ich sag so, die finale Entscheidung macht ihr. Jensen, Sie Arschloch. Wegen Ihnen bin ich arbeitslos. Langsam. Was ist passiert? Was passiert ist? Die haben rausgefunden, dass ich sie in die Leichenhalle gelassen habe. Ich wurde gefeuert. Wayne, das tut mir leid. Das haben Sie nicht verdient. Verdammt richtig. Das war das zweite Mal, dass Sie mich beschissen haben. Ich weiß. Und ich möchte Sie für alles, was Sie durchgemacht haben, entschädigen. Seraph Industries hat in den letzten 6 Monaten viele gute Leute verloren. Wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. Ach, wirklich? Sagen Sie das nicht auch nur so? Gehen Sie ins Personalbüro. Sagen Sie, ich schicke Sie. Sicherheitsdienste zahlen besser als die Polizei und Sie versauern nicht hinter einem Schreibtisch. Gott, ich... Ja, okay. Ich brauche den Job, aber... Ich hoffe, Sie meinen es ernst. Natürlich. Sie können nichts dafür. Deshalb will ich Ihnen helfen. Ja, Ich sollte mich hinsetzen, wissen Sie? War eine lange Woche und dann... Oh, diese ganze Scheiße. Aber... Danke. Ja, das ist dieser Mann, der uns damals geholfen hat. Vor wenigen Minuten gab Zhao Yunru, Präsidentin der Taiyong Medical Corporation, einen Kommentar dazu ab. Die Welt soll wissen, dass Taiyong Medical derartige Experimente nie geduldet hat und das auch weiterhin nicht tun wird. Dieses Unternehmen ist stolz darauf, dass unsere Forschung die Vorgaben von Umweltschutz und Ethik stets beachtet. Kritiker und UN-Mitglieder sind eingeladen, unsere Anlagen persönlich zu inspizieren. Sie werden nichts finden außer Ordnung, Fortschritt und moralisches Verantwortungsgefühl. Damit sind eindeutig wieder die Vereinten Nationen am Zug. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Alles komplette Lügen. Hauptsache... Diese Berichte in den Nachrichten sehen ziemlich echt aus. Da draußen tobt ein Aufstand in der Nähe des Seraph Buildings. Die Polizei hat ein paar Straßen gesperrt. Sie versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Verstehe. Ein Glück, dass ich es hierher geschafft habe, bevor die Krawalle losging. Ja, ich gehe da gleich raus und schaue mir das Ganze an. Ja, Lügen, Lügen, Lügen. Hauptsache, das Image seiner Firma retten, ne? Wir sind eine verantwortungsvolle Firma. Wir machen keine Experimente. Und was habe ich da bitte schon gefunden? So, was ist hier los? Denkt nochmal dran. Das, was hier passiert, passiert auch in Nordamerika, Nordamerika, Europa und in anderen Ländern. Eine falsche Bewegung und ich mach dich fertig, Freundchen. Die ganze Stadt brennt und ihr Bullen buchtet Sprayer ein? Kein Wunder, dass die Stadt am Arsch ist. Ein Aufstand gibt dir noch lange nicht das Recht, in der ganzen Stadt deine Gangzeichen an die Wände zu sprühen. Da kriegt man ja Augenkrebs. Sollte die Jungs nicht die Leichenhalle bewachen? Ist ja ziemlich was los da, habe ich gehört. Mach nur so weiter, Arschloch. Wirst schon sehen, was du davon hast. Oh, komm, sie lassen da kamen die Informationen über die Leichenhalle auch hier zu den Zivilisten rüber. Scheinbar haben die auch da auch was erfahren. Dem ganzen Mist hier ist nur dieser Taggart schuld. Wie kann man in dieser Stadt eine Brandrede halten? Das ist doch eh alles schon kurz vorm Hochgehen. Lass mich laufen! Was hat aber Taggart da gemacht? Hat er gesagt, ey, scheiß auf alle, ich möchte jetzt hier alle augmentieren lassen oder was? Was ist los? Wow, die ganze Stadt spielt verrückt. Ja, habe ich auch gemerkt. Kein Wunder, dass die Cops durchgreifen. Geh mal schnell nach Hause und warte dort ab, bis alles vorbei ist. Wissen Sie, was die Cops gemacht haben? Sind einfach reingestürmt und haben um sich geschlagen. Ich dachte, die sollen dienen und schützen. Ja, da stellt sich jetzt die Frage. Wem dienen die Polizisten jetzt? Und wen schützen sie? Die Zivilisten? Oder hochangesehene Firmen? Und die Elite? Da stellt sich auch die Frage, was? Lass mich in Ruhe, Arschloch!
Beruhig dich, Mann, beruhig dich! Du hast diese Brandbombe geworfen, Arschloch! Nein, Mann! Du rührst dich nicht vom Fleck, bis du abgeholt wirst. Sir, treten Sie zurück. Das hier geht Sie nichts an. Der Arsch hätte mit seiner Brandbombe jemanden töten können. Okay. Hey, Mann, ich hab nichts gemacht. Ich will nicht in den Bau. Das wäre das dritte Mal. Sagen Sie alle. Von wo hast du dann bitteschön die Brandbombe, bitteschön? Einfach so aus einem Spielzeugkasten? Machen Krawalle und dann, sobald sie dann festgenommen werden, sagen die, hey, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht. Mhm. Klar. Klar. Wir glauben. Ja. Du hast nichts gemacht. Mhm. Die Straßen sind sicher. Nur am Serif Plaza muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Okay. Das ist auch bei diesen Verhaftungsvideos, die ich ab und zu auch auf YouTube gesehen habe. Da hat zum Beispiel einer einen Laden ausgeraubt und dort so richtig viel Geld da aus der Gasse rausgeholt. Tut mir leid, aber wir haben alle Bahnen umgeleitet. Zu dieser Haltestelle kommen keine mehr. Und wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Versuchen Sie irgendwie aus Downtown rauszukommen und eine Straßenbahn zu nehmen. Aber da draußen ist es gefährlich. Die Demonstranten schlagen Fenster ein und plündern. Können Sie uns wenigstens sagen, welche Linien noch fahren, damit wir wissen, wo wir hin müssen? Ich werde versuchen, es rauszufinden. Okay. Wenn Sie nichts Wichtiges haben, gehen Sie bitte weiter. Alles gut. Gehen Sie nach Hause, Sir. Sie können hier nichts tun. Ja, ja, beruhig dich, verdammt. Ich will keinen Ärger. Bitte, ich will nur nach Hause. Ja, die Lage eskaliert hier ordentlich. Jensen, Mann, Sie sollten hier nicht rumspazieren. Wie sind Sie überhaupt aus dem Serif-Gebäude rausgekommen? Vom Boden aus gibt's doch da keinen Zugang. Alles abgeriegelt. Sind Sie etwa geflogen? Vielleicht. Verschwinden Sie von der Straße, Mann. Die reißen Sie sonst in Stücke. Er hat sich von hinten angepirscht und meine Börse gestohlen. Gibt es irgendwelche Zeugen? Ja, aber die wollten nicht auf euch Jungs warten. Hatten Angst um ihre Sicherheit. Wenn sie schneller gekommen wären... Tut mir leid, Ma'am, aber wir haben alle Hände voll mit den Demonstranten zu tun. Tut der Polizei heutzutage eigentlich irgendwas nicht leid? Möchten Sie sonst noch was melden, Ma'am? Nein, danke. Alles bestens. Ich warte nur auf meine Schwester. Sie holt mich ab. Bis sie kommt, könnte ich mich ja über den Verfall der Sitten auslassen. Hm. Was dann, Sir? Wir haben hier einen Aufstand. Ja, hab ich auch gemerkt. Sofern es kein Notfall ist, gehen Sie bitte weiter. Daran sind Bill Taggart und seine Leute schuld. Mit ihrer verdammten Hetze. Eine Schande ist das. Die sitzen da auf ihrem hohen Ross und hetzen anständige Bürger aufeinander. Ja, wenn ich mir das heutige USA anschaue, kann man auch da bestimmte Zusammenhänge sehen. Aber wie ich schon gesagt habe, also da hat er die Kasse ausgeraubt und dann, sobald er dann von der Polizei erwischt wurde, sagt er, ey, ich hab nichts gemacht, ich hab nichts gemacht. Junge, Junge, bei denen ist da ein richtig großes Schlachtfeld, Die Straßen sind sicher. Nur am Serif Plaza muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Ja, sehe ich. Kann ich da mitmachen? Die Situation ist da richtig gewaltig. Interessante Sicherheitsroboter haben die hier. Jensen, Serif hat gesagt, ich soll die Sicherheitsloks im Convention Center für sie hacken. Sandoval hat sich abgemeldet. Er ist nicht mehr dort. Taggart weiß sicher, wo er hin ist. Glauben Sie wirklich, er wird Ihnen das während eines Aufstands vor allen Medien erzählen? Wenn ich ihn höflich darum bitte,
Okay, falls das nicht funktioniert. Er hat eine Garderobe hinter der Bühne. Ein Mann wie Taggart hat seine Leute sicher ständig im Blick. Okay. Ja, ich frage mich, was er hier so alles den Bürgern erzählt hat, dass die dann so schnell ausgerastet sind. Aber ich bin mir sicher, er hat hier gesagt, ey, ich möchte hier alle argumentieren lassen, das ist gut für die Zukunft und die Umwelt und bla bla bla, also den Scheiß kennen wir. Im Convention Center scheint alles unter Kontrolle zu sein. Gesundheit. Und Taggart? Ist gerade auf der Bühne. An den kommt keiner ran. Die Wachen lassen nur Leute mit VIP-Karte durch. Wir sollen hier nur dafür sorgen, dass keiner dieser Spinner durch die Hintertür reinkommt. VIP-Karte, hm? Ohne Berechtigung kommen sie nicht rein. Ja, soll ich dir meine Berechtigung gleich zeigen? Ich darf überall rein. Mal, dass diese Rolltreppe kaputt geht. Die sollten lieber mal arbeiten, anstatt nur auf der faulen Haut zu liegen. Verdammte Budgetkürzungen. Wem sagst du das? Bei den ganzen Schäden da draußen gibt's auf absehbare Zeit garantiert kein zusätzliches Geld. Und schuld sind nur die verdammten Krawalle. Die Stadt geht langsam vor die Hunde. Die sollten lieber mal arbeiten, anstatt nur auf der faulen Haut zu liegen. Verdammte Budgetkürzungen. Ich hoffe, keiner greift mich hier an. Was zum? Was war das denn, bitteschön? Keine Ahnung, wie das angefangen hat. Hab sogar jemanden vorne. Bill verändert die Welt wirklich zum Besseren. Oder er dreht die Uhr ein paar Jahre zurück. In die Zeit, bevor diese Leute ihre Körper vergiftet haben. Oder, wie er sagt, ihre göttlichen Motoren. Ich habe kein Problem mit Amputierten, die Augmente wollen. Unsere Soldaten zum Beispiel. Das sind wir ihnen für unsere Verteidigung schuldig. Wie Taggarts Patient, Ezekiel. Klar. Und was ist mit Ezekiel passiert? Kaum hatte er seine Augmentierung, haben ihn die verdammten Drogen depressiv gemacht. Die Frage, die Bill Taggart stellt, ist, wollen wir wirklich eine Welt voller Junkies, die einem Kartell von Neuropozin-Dealern Unsummen von Geld in den Rachen werfen? Ich begreife nicht, warum gewisse Leute immer noch denken, Augmentierungen würden die Welt besser machen. Tja, man muss nur aus dem Fenster schauen, um zu sehen, dass sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das stimmt. Und, was halten Sie von Bill Taggart? Kennen Sie die Geschichte von Ezekiel? Ezekiel. Kann mich jetzt nicht richtig gut daran erinnern. Schon angefangen. Sehen Sie hinaus, auf unsere Straßen. Wer ist für das Chaos wohl verantwortlich? Die Demonstranten? Nein, das sind Menschen wie Taggart. Menschen, die permanent unsere Unterschiede betonen, anstatt uns nach unseren Gemeinsamkeiten zu vereinen. Gehen Sie weg von mir, Mann. War ein Opfer dieser Augmentierungsgegner. Ich wurde angegriffen, nur weil ich in einer Lippenklinik war. Von nicht augmentierten Menschen. Von Menschen voller Hass. Und wissen Sie, wer mich gerettet hat? Ein augmentierter Mann. Ein Fremder. Und jetzt sagen Sie mir, wo die wahren Gefahren lauern. Die Humanitätsfront ist genau das. Eine Front. Ein Sammelbecken. Augmentierungen die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber jeder Mensch sollte selbst wählen können. Ich halte nichts von Tag.
Taggarts steinzeitlichen Ideen, als wäre die Weiterentwicklung des Menschen eine Sünde. Unfassbar, dass es immer noch Leute mit so rückständigen Geisteshaltungen gibt. Diese UN-Resolution, die er will, ist nichts als Hetze. So einfach ist das. Genau. Da spricht er immer wieder davon, was für eine friedliche Organisation diese Humanitätsfront ist. Und dann schau mal nach draußen. Er hat diese Reaktion indirekt ausgelöst. Tja, gab schon immer Spinner wie Taggart, die den Fortschritt des Menschen aufhalten wollten. Aber im Endeffekt hat doch immer der menschliche Forscher dran gesiegt. Der wird bald wieder verschwinden. Hoffentlich hast du recht. Ich frag mich nur, wann Hugh Darrow endlich aktiv wird und Stellung bezieht. Es ist ja fast so, als würde diese Resolution von ihm abhängen. Man kann auf jeden Fall hier sehen, dass die Leute auch keinen Bock auf diese Augmentierungstechnologien haben. Die wollen auch weiter Menschen bleiben. Ich rege mich nicht auf. Es frustriert mich nur, wie arrogant einige von euch Humanisten sind. Als hättet ihr alle Antworten auf sämtliche Fragen der Ethik. Genau das stört mich an der Humanitätsfront. In einem Satz sagt Taggart, dass es nur um unterschiedliche Meinungen geht. Und im anderen, dass er alles tun wird, um die Humanoptimierungstechnologie gesetzlich zu beschränken. Wenn das nicht verlogen ist. Und außerdem, wer gibt euch das Recht, über unsere Körper zu bestimmen? Und wer gibt ihnen das Recht, sich in Roboter zu verwandeln, Drogen zu nehmen und trotzdem zu denken, sie wären normale Mitglieder der Gesellschaft? Ihr und dieses Arschloch Taggart wollt mir einfach nur meine Freiheit rauben. Einige Leute sollten sich einfach mal zusammenreißen. Tut mir leid, aber ich muss diese Diskussion beenden. Diese Humanitätsfront-Spinner sind alle arrogante Idioten. Ja, aber ich kann dir einerseits verstehen, dass sie einfach Menschen bleiben wollen und keinen Bock auf diese Augmentierungstechnologien haben. Die mögen zwar Spinner sein, aber irgendwo haben die schon recht. Ja, der Bereich hinter der Bühne ist abgeriegelt. Da kommt im Moment nicht mal der Hausmeister rein. Was ist mit den Luftschächten? Willst du mich verarschen? Hast du gesehen, wie schmal die sind? Oder denkst du, dass die sieben Zwerge Taggart ans Leder wollen? Klugscheißer. Ja, wo du schon auf jeden Fall das System da erwähnt hast. Ich glaube, das werde ich mir jetzt ja auch gleich zunutze machen. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten, Sir. Okay. Dann müssen wir anders da rein. Ein Glück, dass es noch dieses System hier gibt, ne? Damit können wir uns hier richtig leise voranschleichen, sodass uns hier niemand bemerkt. Da kann ich ihn auch verstehen. So, wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, keiner bemerkt uns. UN-Resolution Nummer 8545. Biopolitische ist ein Referendum zur Klärung wichtiger Fragen hinsichtlich der Regulierung, Verteilung, Kontrolle und Ethik. Fertigung und Vermarktung durch eine UN-Kommission oder ein anderes durch den UN-Beirat berufenes befundiges Gremium. Interessant. Die UN hat sozusagen auch das Recht darauf, hier diese Augmentierung zu kontrollieren. Zugriff gewählt. Mhm. Seraph, Sandoval ist in Detroit. Er versteckt sich in einem Apartmentgebäude an der Grand River Road. Ich bin auf dem Weg dorthin. Okay, aber Adam, glauben Sie, Taggart ist darin verwickelt?
Dafür gibt es noch keine stichhaltigen Beweise. Schade. Aber die könnte es geben, wenn Sie die Aufnahme aus Montreal auf seinen Computer spielen würden. Ich soll ihm etwas anhängen? Wir könnten alles verlieren, Adam, bei der momentanen Stimmung. Wir müssen uns vielleicht die Hände schmutzig machen, um das wieder hinzubiegen. Haben Sie damit etwa ein Problem? Überhaupt nicht. Gut, Seraph out. Beweise auf Taggarts Computer kopieren, um ihn unter Druck zu setzen. Hände schmutzig machen, ja. So macht das jede Firma. Jede Firma hat ihre eigene Skelette im Schrank. Interessant. Gut, Leute, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich danke euch bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Bleibt auf jeden Fall dran, im nächsten Part wird es dann weitergehen.